Sie standen bei den jüngsten Beratungen von Bund und Ländern im Mittelpunkt, Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren. Mit dem Ende der Impfpriorisierung in Deutschland am 7. Juni sollen auch Sie sich um einen Corona-Impftermin bemühen können. Voraussetzung dafür ist die Zulassung eines Vakzins für diese Altersgruppe durch die Europäische Arzneimittelagentur in Amsterdam und eine entsprechende Empfehlung der Ständigen Impfkommission, die sich allerdings mit Vorsicht zu dem Thema äußert und lediglich zu einer vorrangigen Impfung von Kindern mit Vorerkrankungen raten könnte. Dennoch, das Angebot für die Kinder kommt auf freiwilliger Basis. Wir bekräftigen noch einmal unsere Aussage vom Impfgipfel am 11. Februar, dass bis zum Ende des Sommers jedem Bürger und jeder Bürgerin ein Impfangebot gemacht wird. Das schließt auch diejenigen ein, die jetzt zusätzlich wahrscheinlich in dieses Impfangebot mit einbezogen werden können, nämlich die 12- bis 16-jährigen Kinder. Das Impfangebot sei wichtig, betonte Merkel. Noch wichtiger sei jedoch ein sicherer Schulbetrieb, und zwar völlig unabhängig von der Frage, ob ein Kind geimpft sei oder nicht. Gleiches gilt im Übrigen auch, weil das ja immer wieder gefragt wird, für die Frage des Urlaubs. Sowohl im europäischen Ausland als auch in Deutschland kann man, wenn man keine Impfung hat, Urlaub machen, weil Testungen dann als Voraussetzung für die Urlaubsangebote natürlich vollkommen ausreichend werden. Mit der Entscheidung, die Impfkampagne weiter zu öffnen, wächst die Gruppe der potenziellen Impflinge um mehrere Millionen Personen. Zusätzlichen Impfstoff wird es jedoch nicht geben und somit wohl kaum kurzfristig Termine für Kinder. Die Länder könnten allerdings darüber hinaus Angebote in Impfzentren oder spezifische Programme für diese Altersgruppe aufstellen. Gesundheitsminister Spahn hatte das Ziel ausgegeben, allen Schülerinnen und Schülern ab 12 bis zum Ende der Sommerferien ein Impfangebot zu machen.